Und das ist der Blick auf den Platz M1 hier am Hamburger Roten Baum. Den Spielstand, den sehen Sie eingeblendet nach einer Stunde und sechs Minuten. 6:4 und 2:3 aus der Sicht von Marie Pierce. Die steht im Hintergrund. Aufschlagen wird Conchita Martínez bei diesem Spielstand. Und wir haben es bislang schon gehört. Die zwei, die kennen sich nun wirklich. 11 aufeinandertreffen. In diesem Jahr zuletzt in Amelia Island. Also die wissen genau, was sie voneinander zu halten haben und was sie vor allen Dingen machen müssen. Der Wind hier auf diesem etwas kleineren Platz ein bisschen böiger als auf dem Center Court. Und sie hatten beide ihre Probleme damit. Und das ist die Taktik von Marie Pierce. Eindrucksvoll bestätigt. Sie attackiert hier jeden Aufschlag der Spanierin. Denn diese Aufschläge sind nun wahrlich nicht die härtesten. Oft platziert mit einem leichten Seitschnitt, so wie hier auch wieder. Aber da kann eine Powerspielerin wie Marie Pierce richtig Druck machen nach diesem Aufschlag. So auch hier. Und wieder eine ganz, ganz enge Situation für Conchita Martínez. 0:30 in diesem zweiten Satz. Gut besucht der Platz M1. Nicht nur der Center Court gefüllt hier in Hamburg, auch dieses Match interessierte die vielen, vielen Tennisfans in Hamburg heute. Und sie war sehr, sehr geduldig, die Marie Pierce heute. Gegen Conchita Martínez spielte anders als Andrea Glass gestern zum Beispiel im dritten Satz. Geduldig ihre Ballwechsel zu Ende schickte die Spanierin links, rechts und wartete dann auf eine Chance wie diese eben zum direkten Punkt. Alles richtig gemacht, vielleicht beim ersten Volley, den sie als Halbflugball nehmen musste. Nicht ganz vorgerückt ans Netz, aber sie wusste, das ist das Rezept gegen Conchita Martínez, die die Bälle nur zurückbringt. Das heißt hier nur, das ist gar nicht so schlecht, was die da auf Sand spielt. Das hat sie in vielen, vielen Sandplatzturnieren bewiesen. Spielte zum Beispiel nie schlechter als das Achtelfinale bei den French Open in Paris. Und so eine, die kennt sich aus auf diesem Belag und weiß, was sie machen muss. Und sie ist vor allen Dingen immer gefährlich. Auch das hat man gestern gesehen im Match gegen Andrea Glass, die als fast schon Siegerin auf dem Center Court aussah. Und dann schlug Conchita Martínez zurück. 3:3 in diesem zweiten Satz nach einem 1:3 Rückstand für Marie. Ganz locker und leicht gespielt. Sie hatte einen Lauf, Marie Pierce, in dieser Phase des zweiten Satzes. Ich habe es erwähnt, 1:3 lag sie zurück zu Beginn. Und jetzt ist quasi jeder Schuss ein Treffer. 40:0, 3 Spielbälle zum 4:3. Ganz knapp im Aus der Ball und der Blick von Marie Pierce, der ging rüber zu Michael de Jong, ihrem Trainer. Der saß auf der gegenüberliegenden Seite und
Und wenn der den Kopf schüttelt, dann glaubt sie es. Ganz, ganz knapp hinter der Linie, keine Diskussion. Der segelt jetzt aus, 6:4 und 4:3, alles sah nach einem Sieg für Marie Pierce aus in dieser Phase des zweiten Satzes. Sie haben unterschiedliche Ziele, die beiden, die seit 10 bzw. 11 Jahren auf der Profitour spielen inzwischen. Conchita Martínez, sie möchte wieder unter den Top 10. Die direkten Punkte von Conchita Martínez, 4:4 in diesem zweiten Satz. Conchita Martínez fliegt aus zum 4:4 und die Partie zu diesem Zeitpunkt absolut offen. 4:1 führte Marie Pierce im ersten Satz. 4:4 stand es zwischenzeitlich und dann gewann die Französin den ersten mit 6:4. 1:3 lag sie zurück in diesem zweiten Satz, in dem wir uns jetzt befinden. 35 Minuten gespielt und jetzt steht es 4:4, also ein Auf und Ab. Und die Frage, ob die Weltranglisten 8. dieses Spiel hier ungefährdet nach Hause bringen. Lange Konzentrationsphasen bei Marie Pierce, das kennt man vor dem Aufschlag, das dauert immer richtig lange. Und für Spielerinnen wie zum Beispiel Steffi Graf, die möglichst schnell den nächsten Ball spielen möchte, ist das immer wieder eine Tortur. Da deutet sie den Ballwurf an, blickt nochmal rüber zu ihrem Trainer, macht nochmal einen Probeschwung und dann geht's los.
Sie wirkt sehr, sehr konzentriert, willensstark und so, als würde sie wirklich hier ein großes Ziel verfolgen. Würde ein bisschen konzentrierter ihrer Arbeit nachgehen, Marie Pierce. Kleines Lächeln huscht ihr da über die Lippen, dass sie den ersten Überkopf vielleicht nicht gleich getötet hat. Aber auch das gehört dazu. Nicht volles Risiko, ausplatzieren den Ball und vor allen Dingen, wenn es dazu kommt, den zweiten nochmal konzentriert angehen und versenken. Wirkt ein bisschen wie in Trance, völlig konzentriert, den Blick richtig starr auf den Boden gerichtet. Jetzt muss sie beantworten, Conchita Martínez, was der richtige Weg ist. Zurück in dieses Match. Ein bisschen zu passiv und vor allen Dingen zu fahrig und hektisch Conchita Martínez in dieser Situation. 0:40, dreimal die große Möglichkeit für Marie Pierce. Auf den zweiten Matchball souverän abgewehrt, besser geht's nicht. Aber einer bleibt noch für Conchita Martínez, die hier natürlich auch schon Großes vollbracht hat. 1995 hat sie hier am Hamburger Roten Baum gewonnen. Einen Rekord aufgestellt gegen Martina Hingis. 6-1, 6-0 hat sie die Schweizerin damals im Finale geschlagen. Gibt's auch nicht mehr. Dritter Matchball Marie Pierce, pardon. Dieses zweiten Satzes beendet die Partie. 1 Stunde und 24 Minuten hat es gedauert. Küsschen links, Küsschen rechts. Und
das Ergebnis heißt 6:4 und 6:4 für Marie Pierce, die damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale von Hamburg steht. Nach 1996, damals verlor sie, Ironie des Schicksals, gegen Conchita Martínez.